Als Gotteswort für den heutigen Sonntag, ergänzend zu dem, was wir als Lesung gehört haben, Psalm 60, Vers 4, Gott, der du die Erde erschüttert und zerrissen hast, heile ihre Risse, denn sie wankt. Gott, der du die Erde erschüttert und zerrissen hast, heile ihre Risse, denn sie wankt. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Geschwister, liebe Gäste, wie gehen wir als Christen mit der Zuwanderungsproblematik um? Das ist unser heutiges Thema. Die christliche Antwort darauf kann nur lauten, wahrhaftig. Wahrhaftig. Wie aber sieht es mit der Wahrhaftigkeit gerade zu diesem Thema derzeit in Deutschland aus? Rainer Wendt, der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, sagte kürzlich über kriminelle Vorgänge in den Zuwandererunterkünften, ich zitiere wörtlich, die Öffentlichkeit bekommt nur einen Bruchteil davon mit, um sie nicht unnötig in Schrecken zu versetzen. Einen Bruchteil. Stellt sich die Frage, wie wahrhaftig werden wir also über die Vorgänge in unserem Land informiert? Damit sind wir bei einer Frage, die für mich mit auslösend war für diese zweiteilige Predigtreihe. Ich hatte mich bei Diskussionen auf unserer Internetseite zunehmend gefragt, warum sind bei diesem Thema die Fronten so hart? Warum wird jede Kritik an den aktuellen Vorgängen sofort pauschal als Fremdenfeindlichkeit und unchristliche Lieblosigkeit verdammt? Dabei sind mir zwei Gründe immer bewusster vor Augen getreten. Zum einen, es fehlt an der Wahrhaftigkeit. Zum zweiten, es fehlt an der Freiwilligkeit. Unsere Kanzlerin zwingt unserem Volk einen Weg auf, den der größte Teil unseres Volkes von Anfang an so nicht wollte. Einen Weg, der für viele angstbesetzt ist und das durchaus nicht unbegründet. Die massive Unwahrhaftigkeit auf der einen und der massive Zwang auf der anderen Seite haben zu einer gesellschaftlich total verhärteten und zutiefst gespaltenen Situation geführt. Ich will aber ganz positiv ins Thema einsteigen. Letzten Sonntag haben wir das Lied gesungen, wach auf, du deutsches Land. Und damit haben wir bedacht, wie reich Gott unser Land geistlich beschenkt hat. Aber wir sind auch materiell reich beschenkt. Was Gott uns an Wohlstand seit dem Zweiten Weltkrieg hat zukommen lassen, ist enorm. Auch wenn wir dabei bedenken müssen, Stichwort ist ja Wahrhaftigkeit, das sich durchziehen soll durch unsere ganzen Gedanken. Zur Wahrhaftigkeit auch des Reichtums in Deutschland müssen wir bedenken, dass die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland sich gerade in den letzten Jahren gewaltig geweitet hat. Wir haben bei großem Reichtum auf der einen Seite längst auch viel bittere Armut auf der anderen. In Deutschland einseitig nur auf den Reichtum Deutschlands zu verweisen, wie es in diesen Tagen leider auch oft von sogenannter christlicher Seite häufig geschieht, ist definitiv nicht wahrhaftig. Und ich füge einen Gedanken ein. Ich kann nur einen ganz, ganz winzigen Bruchteil dessen heute sagen, was eigentlich zu sagen wäre. Ich bin im Internet auf eine Seite gestoßen, ganz offiziell von T-Online, wo dargelegt wurde, was den Zuwanderern pro Kopf zusteht. In der Erstaufnahmephase, in der späteren. Und liebe Geschwister, wir haben als Familie zur freien Verfügung in großen Teilen unseres Lebens nicht mehr gehabt. Wir haben als Familie, als vierköpfige Familie zur freien Verfügung großteils nicht mehr gehabt. Und es gibt viele, die sehr viel weniger haben als wir in Deutschland, deutsche Bevölkerung. Also einseitig auf den Reichtum Deutschlands zu verweisen, ist definitiv nicht wahrhaftig. Es spottet der großen Not vieler in Armut lebender Menschen. Dennoch wollen wir festhalten, insgesamt sind wir auch materiell, nicht nur geistlich, sondern auch materiell reich beschenkt. Dafür dürfen wir Gott dankbar sein, dass er von diesem Reichtum an Notleidende weitergeben, kann grundsätzlich keine Frage sein.
Und das geschieht ja auch in erheblichem Maß. Deutsche spenden regelmäßig zwischen 5 und 6 Milliarden Euro pro Jahr. Wer also behauptet, es ginge bei der Kritik an der Massenzuwanderung nur darum, nichts abzugeben, argumentiert nicht wahrhaftig. Dass wir auch über diese Spendenbereitschaft hinaus echte Asylbedürftige bei uns aufnehmen, steht ebenfalls grundsätzlich gar nicht zur Diskussion. Ich bin mir ziemlich sicher, dass selbst die schärfsten Kritiker der derzeitigen Massenzuwanderung keine Asylgegner sind. Es geht überhaupt nicht um die Frage Asyl, ja oder nein. Diese Frage dürften 99, wenn nicht 100%, ohne zu zögern mit Ja beantworten. Es geht um die Tatsache, dass die derzeitige Massenzuwanderung nur in ganz geringem Maße mit Asyl etwas zu tun hat. Hat auch übrigens unsere Riedlinger Bürgermeisterschaft im Telefonat mit mir ausdrücklich bestätigt. Hat ausdrücklich bestätigt, es geht hier im Wesentlichen nicht um Asyl. Wenn Angela Merkel deshalb sagt, das Grundrecht auf Asyl kennt keine Obergrenze, dann versucht sie ihr Volk, dann versucht sie uns alle miteinander für dumm zu verkaufen. Es hat mit Asyl ganz wenig zu tun. Und selbst die sogenannten Kriegsflüchtlinge dürften nur zum geringsten Teil echte Kriegsflüchtlinge sein. Selbst wenn sie ursprünglich vor dem Krieg geflohen sind, meines Wissens sind aber die meisten zwischenzeitlich in sicheren Lagern in Syrien und in der Türkei untergebracht gewesen. Von dort sind sie nicht wegen Kriegsgefahr, sondern wegen der dortigen Armut und der Perspektivlosigkeit aufgebrochen in Richtung Deutschland. Soweit mein Kenntnisstand. Die Not dort ist sicher groß. Trotzdem ist es nicht wahrhaftig, wenn uns in Politik und Medien Armutsflüchtlinge als Kriegsflüchtlinge oder gar Asylanten verkauft werden. Diese Unwahrhaftigkeit dürfte aber ein Ziel haben. Denn wenn von Kriegsflüchtlingen die Rede ist, dann wird der Eindruck erweckt, diese Menschen würden unmittelbar aus dem Krieg, aus unmittelbarer tödlicher Bedrohung und Gefahr nach Deutschland fliehen und entsprechend hätten wir die moralische Verpflichtung, sie alle bei uns aufzunehmen. Wäre wahrheitsgemäßer von Armutsflüchtlingen die Rede, dann würde eine ganz andere Frage berechtigterweise in den Vordergrund treten, nämlich wäre den Menschen in ihrer Armut nicht viel effektiver und viel kostengünstiger in Syrien und in der Türkei zu helfen? Hierbei ist der Blick auf einige Daten und Fakten ausschlussreich. Zunächst ist die Frage, warum haben sich diese Massen an Zuwanderern gerade jetzt auf den Weg gemacht? Kritiker weisen ja immer wieder zu Recht darauf hin, Kriege gibt's da unten ja schon lange. Auch der Syrienkrieg ist ja kein Ereignis der letzten 2 Monate. Warum gerade jetzt? Da dürften 2 wesentliche Faktoren in den Herkunftsländern eine Rolle gespielt haben. Zum einen will Erdogan die 2 bis 4 Millionen, die er in der Türkei aus den angrenzenden Kriegsgebieten aufgenommen hat, loswerden. Er soll angeblich, ob es stimmt, weiß ich nicht, er soll angeblich massiv ins Schleusergeschäft eingebunden sein. Zweitens haben die Vereinten Nationen, und das ist nun Fakt, im Laufe dieses Jahres die Unterstützung der Menschen in den syrischen Flüchtlingslagern ganz drastisch gekürzt. Bekamen die Menschen dort ursprünglich 31 Dollar pro Person und pro Monat, so sind es heute nur noch 9. Und viele bekommen gar nichts mehr. Ich habe auch gelesen, auch in jordanischen Flüchtlingsunterkünften soll offensichtlich die UN-Hilfe zum Teil komplett eingestellt worden sein. Haben die 31 Dollar mit Mühe für einen Monat gereicht, so reichen die 9 Dollar noch für eine gute Woche. Und dann stehen sie ohne alles da. Sie haben nichts mehr zu essen. Man hat ihnen also vor Ort in Syrien die Unterstützung verweigert, weitgehend, und ihnen letztlich gesagt, geht nach Deutschland, dort werdet ihr umsonst bestens versorgt und bekommt Anteil am deutschen Wohlstand. Und ganz zufällig, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, ganz zufällig, hat praktisch zeitgleich in diesem Sommer der Deutsche Bundestag beschlossen, die Dublin-Regeln für syrische Flüchtlinge außer Kraft zu setzen.
Und nun wird alle Welt zu Syrern und strömt mit Aufnahme und voller Versorgungsgarantie direkt nach Deutschland. In Syrien hätten die Menschen weiterhin mit 31 Dollar, das sind umgerechnet 27 Euro pro Monat, versorgt werden können. Das wären 327 Euro im Jahr. In Deutschland überweist allein der Bund an die Länder 670 Euro pro Zuwanderer pro Monat. Allein dieser Betrag, den der Bund überweist, ist das 24-fache dessen, was zur Versorgung in Syrien nötig gewesen wäre. Das aber ist nur der Beitrag des Bundes. Dieser Tage habe ich gelesen, dass ein Zuwanderer uns pro Jahr 24.000 Euro kostet. Ob da schon alle Unkosten für Polizei, für Sozialarbeiter und mit eingerechnet sind, wage ich noch zu bezweifeln. Die Summe dürfte eher nicht zu hoch gerechnet sein. 24.000 Euro im Jahr, das ist das 73-fache dessen, was die Versorgung in Syrien gekostet hätte. Das heißt, mit dem Geld, das wir in Deutschland für 1 Million Zuwanderer ausgeben, hätten wir in den Herkunftsländern 73 Millionen versorgen können. Aber genau das scheint politisch gar nicht gewollt. Denn wenn die Menschen in Syrien bleiben, liebe Geschwister, dann verdient sich die Asylindustrie in Deutschland nicht eine goldene Nase. Feldbetten, Medikamente, Nahrung, Kleidung, Unterkünfte, Betreuung, Betreuungsfaktor, ein ganz wichtiger Punkt, vor allem weil viele Nichterwachsene kommen, zum Teil allein. Die Wirtschaft, Wohlfahrtsverbände, Diakonie, Caritas etc. verdienen sich, soweit ich im Internet gesehen habe, an der Zuwanderung Unsummen. Ja, die Zuwanderung kurbelt die Wirtschaft an. Die Reichen werden durch die Zuwanderung noch viel reicher und der deutsche Michel bezahlt die Zeche. Das ist der eine Aspekt. Warum eine Versorgung der Menschen in ihren Herkunftsländern politisch ganz offensichtlich nicht gewollt ist. Der zweite Aspekt ist, gewisse Kräfte in Deutschland, vor allem Angela Merkel, wollen ein anderes Deutschland schaffen. Liebe Geschwister, liebe Gäste, wenn ihr fassungslos vor diesen ganzen Ereignissen steht, fragt euch, was geht da ab? Das dürfte einer, wenn nicht der Schlüsselfaktor überhaupt sein. Angela Merkel will ein anderes Deutschland schaffen. Und die Kräfte hinter ihr. Sie wollen durch eine gewaltsam herbeigeführte Überfremdung und Islamisierung Europa grundlegend verändern. Sitzt vielleicht mancher da und fragt sich, ist das nur eine spinnerte Verschwörungstheorie des Jakob Czarnke? In einem Beitrag der Frankfurter Allgemeinen vom vergangenen Sonntag, 4. Oktober, wird Horst Seehofer mit den Worten zitiert: Die Kanzlerin hat sich meiner Überzeugung nach für eine Vision eines anderen Deutschlands entschieden. Und diese Vision wird mit aller Teufelsgewalt, und wenn ich sage Teufelsgewalt, dann meine ich ganz wörtlich Teufelsgewalt, umgesetzt. Aber hat sie uns gefragt, ob wir ein anderes Deutschland wollen? Nein. Wissentlich und willentlich macht sie eine Politik gegen ihr eigenes Volk. Dass nun von verschiedenen Seiten Strafanträge gegen sie eingeleitet werden, ist meines Erachtens die richtige und notwendige Konsequenz auf ihr Verhalten. Die AfD erstattet zum Beispiel Strafanzeige gegen Angela Merkel wegen bandenmäßigen Schleusertums. Warum? Und formalrechtlich, wenn es mit Recht und Ordnung zugeht, müsste dieser Strafanzeige stattgegeben werden. Wenn irgendwelche Schleuser, Leute, Zuwanderer, mit dem Auto über die Grenze nach Deutschland fahren, werden sie als Schleuser verhaftet und bestraft. Wenn Angela Merkel, was meines Wissens bis zum heutigen Tag mehr oder weniger täglich geschieht, mit Sonderzügen 3000 Zuwanderer aus Österreich nach Deutschland fahren lässt, soll das legal sein. Weil sie es im großen Stil betreibt als Kanzlerin, wofür der einzelne kleine Mann bestraft wird. Bandenmäßiges Schleusertum. Die letzten Wochen und Monate haben deutlich gezeigt, dass Angela Merkel nicht die Getriebene ist, zumindest nicht vordergründig, sondern die eigentlich treibende Kraft in Deutschland.
Ich könnte jetzt viele Beispiele dafür verwenden, aber dafür reicht die Zeit nicht. Dann sitzen wir um drei noch. Als einziges Beispiel will ich Ihre mantraartige Wiederholung der völlig wirklichkeitsfremden Parole "Wir schaffen das" nennen. Völlig wirklichkeitsfremd. Wir schaffen es definitiv nicht. Der Main-Taunus-Kreis hat dieser Tage Katastrophenalarm ausgelöst. So sieht "Wir schaffen das" in der Realität aus. Ich muss doch noch ein Beispiel an dieser Stelle einfügen. Das kam auf YouTube schon vor zwei Wochen oder drei. Eine SPD-Politikerin sprach auf einer SPD-Veranstaltung in Berlin. Und sie war offensichtlich für die Koordination in München wesentlich zuständig. Und jemand hat's mitgeschnitten mit dem Smartphone. Geht ja heute alles. Die gute Frau redet 5 bis 10 Minuten. Vor dem ganzen SPD-Oberen der Bundesrepublik. Und die gute Frau ist 5 bis 10 Minuten kurz vor dem Tränenausbruch und vor dem Nervenzusammenbruch. Man muss das Video gesehen haben, guckt mal, ob ihr es findet. Sie berichtet, wie sie komplett landunter in München seit Wochen arbeiten und wie sie überlegen, ob sie noch den Katastrophenalarm auslösen. Und dann haben sie miteinander überlegt, bringt gar nichts. Wir arbeiten schon im Katastrophenmodus. Wir haben alle Kräfte mobilisiert, die es überhaupt zu mobilisieren gibt. Sie wollten eine Turnhalle aufmachen, um noch zusätzlich Leute unterzubringen. Da hätten sie aber Hilfsorganisationen gebraucht, beim THW und so weiter, überall angefragt. Und die ganzen Hilfsorganisationen haben ihr gesagt, wir arbeiten mit dem letzten Mann, wir sind voll am Anschlag, mehr geht nicht. Und das sind im Prinzip die Stimmen, die heute dort, wo etwas mehr ankommen, Land auf, Land ab zu hören sind. An unzähligen Orten in Deutschland wird schon seit vielen Wochen de facto im Katastrophenmodus gearbeitet. An einer anderen Stelle, Brandschutzmeister, der schon seit 6 Wochen sagt, hat seine Nacht nicht mehr als 4 Stunden und selbst in diesen 4 Stunden klingelt ununterbrochen das Telefon, seit 6 Wochen. Die sind voll am Ende, die sind voll am Anschlag, mehr geht nicht. Was Angela Merkel treibt, ist gegen das eigene deutsche Volk gerichtet. Denn es könnten, wie schon gesagt, die Armutsflüchtlinge ohne die tödlichen Risiken einer Reise nach Deutschland in den Herkunftsländern weit günstiger versorgt werden. Und deshalb sage ich, die eigentliche Verantwortung für die Todesopfer auf dem Weg nach Deutschland tragen diejenigen, die diese Völkerwanderung befördern und bejubeln. Die eigentliche Verantwortung für die Todesopfer auf dem Weg nach Deutschland tragen diejenigen, die diese Völkerwanderung fördern und bejubeln. Dabei wird selbst von Armutsflüchtlingen nur in Teilen zu reden sein. Helmut Röver, langjähriger Chef des Verfassungsschutzes in Thüringen, hat Stimmen von Polizei, Sicherheit und Hilfsdiensten gesammelt. Er schreibt, das sind jetzt Zitate von Helmut Röver, ein Polizeibeamter berichtet, bei der Durchsuchung der Ankommenden auf Waffen wird ja nur ein Bruchteil durchsucht, aber weil der meist ein Großteil illegal einströmt. Untergleichen wird in vielen Fällen festgestellt, dass die Betroffenen dicke Geldbündel mitführen. Die Polizei erhält die Anweisung, das nicht mehr zur Kenntnis zu nehmen, geschweige denn zu registrieren. Zur Information, Deutsche erhalten, wenn sie nicht hilfsbedürftig sind, sondern dicke Geldbündel mit sich führen und sich trotzdem Sozialleistungen erschleichen, eine Strafanzeige. Nicht so die Zuwanderer. Ihre dicken Geldbündel werden amtlicherweise nicht zur Kenntnis genommen. Wer außerdem mit Schleusern hierher kommt, der dürfte mindestens an die 4.000 Euro aufwärts an die Schleuser aufgebracht haben. Sind diese Leute wirklich arm? Mit 4.000 Euro kann man eine 10-köpfige Familie in einem syrischen Lager ein ganzes Jahr ernähren. Einfach auch noch den Begriff Armutsflüchtling hinterfragen. Es gibt sicher viel Not. Und ich sage immer wieder, wir müssen differenzieren. Das ist eine Riesenmenge Menschen. Man geht ja heute schon von 1,5 Millionen. Gestern habe ich gehört, man redet sogar schon von 1,7. Nach oben alles offen. In diesen Mengen, egal wie groß sie wirklich ist, gibt es sicher ganz unendlich viele differenzierte und unterschiedliche Schicksale. Die dürfen wir nicht alle über einen Kamm scheren. Aber ich rede heute ganz bewusst von dem, was nicht so ist, wie es uns die Öffentlichkeit, die Medien und die Politik darstellen. Es gäbe sicher auch vieles andere zu sagen, aber das lässt er jeden Tag in der Zeitung.
über das Verhalten dieser Menschen oder solcher Menschen, differenzierter, solcher Menschen, berichtet eine Mitarbeiterin in einer Filiale einer Supermarktkette. In ihrem Laden klauen eindringende Flüchtlingshorden nicht Einzelteile, sondern turmhoch gefüllte Einkaufswagen, schieben sie am Ausgang hinaus. Das Personal darf nicht einschreiten. Stattdessen werden die Mitarbeiter von der Firmenleitung genötigt, vorgedruckte Schweigeerklärungen über diese Vorgänge zu unterschreiben. Sie müssen sich verpflichten zu schweigen. Wahrhaftigkeit. Wie offen wird in unserer Gesellschaft über das geredet, was wirklich abgeht? Übrigens wird Land auf Land ab berichtet, dass die Unkosten solcher Raubzüge von den Geschäften über die Landratsämter oder Kommunen abgerechnet werden könnten. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Aber ich vermute nicht, dass die Summen der Berichte Land auf Land ab komplett frei erfunden sein dürften. Ich will doch einen Fall, damit es nicht zu trocken wird, noch dazu schildern, wurde mir vor wenigen Tagen aus dem Raum hier erzählt, aus zweiter Hand. Und die zweite Hand, die mir es erzählt hat, halte ich für sehr zuverlässig. Und der hält sicher auch die erste für zuverlässig, sonst hätte er es nicht erzählt. Im Kreis Biberach in der Metzgerei steht, der es erzählt, kommen drei Zuwanderer rein. Jeder kauft etwa für 20 Euro Metzgerware. Als ans Zahlen geht, schütteln die drei den Kopf und sagen, nichts zahlen. Landratsamt zahlt. Der Metzger sieht das gar nicht so, ruft die Polizei kommt, staucht den Metzger zusammen, sagt, was stellst du dich hier so an? Stell deine Rechnungen zusammen, schick's ans Landratsamt zahlt. Wie gesagt, ich war nicht dabei, ich kann es nicht als Tatsache behaupten, ich habe es aus zweiter Hand. Informationen, Berichte dieser Art, wie gesagt, gibt's Land auf Land ab zuhauf. Ich bezweifle, dass sie alle frei erfunden und erlogen sind. Ganz wahrhaftig werden wir sagen müssen, im Wesentlichen haben wir es mit einer illegalen, zum Teil sogar gewaltsamen Invasion zu tun. Und das Absurde daran ist, dass unsere Kanzlerin diese illegale, teilweise gewaltsame Invasion fördert und vorantreibt. Von echten Asylbewerbern sollten wir vor allem Christen aufnehmen, habe ich gesagt. Hat aber gar nichts damit zu tun, dass Muslime Menschen geringeren Wertes wären. Ich habe letzten Sonntag sehr breit dargelegt, dass jeder Mensch, ganz egal welcher ethnischen Herkunft oder Religion, zum Ebenbild Gottes geschaffen und in Jesus Christus geliebt ist. Und deshalb besitzt jeder Mensch einzigartigen Wert und einzigartige Würde. Und deshalb ist ein syrischer Muslim nicht weniger wert als ein deutscher Christ oder ein nigerianischer Christ oder sonst was. Nicht vor Gott und nicht in der christlichen Gemeinde. Aber Christen sind in muslimischen Ländern nun einmal die hauptsächlich Verfolgten und Bedrohten. Das ist der erste Grund, weshalb wir hauptsächlich Christen aufnehmen sollten. Ich habe erst noch dieser Tage gelesen, auch in den UN-Aufnahmelagern in Syrien und so weiter gilt das Gleiche. Deshalb nehmen die Christen dort vor Ort die Leute bei sich auf, weil sie auch in den UN-Aufnahmelagern ansonsten von den Muslimen bedrängt und verfolgt werden. Das ist der erste Grund. Ansonsten ist die Gefahr groß, dass wir nicht die Opfer, sondern die Täter ins Land holen. Und das habe ich wohl durchdacht als Perversion des Asylgedankens bezeichnet. Asyl bedeutet doch, dass ein Mensch, der in seinem Heimatland politisch oder religiös verfolgt wird, bei uns in Deutschland Sicherheit und Geborgenheit findet. Wenn sich aber in deutschen Zuwandererunterkünften die Verfolgungssituation für Christen fortsetzt, weil dort Muslime den Ton angeben, dann ist das eine Perversion des Asylgedankens. Die Beispiele gibt es zuhauf. Der Herr Halle hat deshalb nach dem Staatsanwalt gerufen, weil ich das gesagt habe. Er sollte mal Zeitung lesen, der Herr Halle. Die Zeitschrift Die Zeit hat schon im letzten Juli darüber berichtet, über Christenverfolgung in Zuwandererunterkünften. Der vorhin schon erwähnte Rainer Wendt von der Polizeigewerkschaft weist deshalb darauf hin, dass eine gesonderte Unterbringung von Christen als den hauptsächlich Verfolgten notwendig wäre, etc. Weiter will ich gar nicht dazu sagen. Aber das betrifft ja längst nicht nur die Nichtmuslime in den Zuwandererunterkünften. Alle Menschen nichtmuslimischen Glaubens sind durch diese muslimischen Zuwanderer im Prinzip bedroht.
könnte jetzt von einige Beispiele erzählen und nennen, die mich auch dieser Tage erreicht haben, wie Menschen, die aus Sri Lanka und eben nicht nur Christen, eine Hinduistin aus Sri Lanka berichtet, wie sie jetzt wieder, nachdem sie hierher vor der islamischen Verfolgung geflohen ist, wieder in Deutschland von islamischer Verfolgung bedroht wird. Die Juden in ganz besonderer Weise. Wer heute da auf diese Dinge hinweist, der ist gerade kein Neonazi. Argumentation ist absurd, denn die Nazis waren Antisemiten. Wer heute aber die Massenzuwanderung von Muslimen befürwortet, der fördert de facto Antisemitismus in Deutschland. Das hat auch von jüdischer Seite in letzter Zeit ganz offiziell benannt, dass der arabische Antisemitismus in Deutschland zunehmen wird. Wenn hier also jemand eine Nazi-ähnliche Gesinnung hat, ich sage wenn, falls, ich behaupte es nicht, falls, dann sind es gewiss nicht die Gegner, sondern die Befürworter dieser muslimischen Invasion. Wir müssen also ganz wahrhaftig fragen, wen lassen wir rein? Und zweitens müssen wir auch ganz wahrhaftig und ehrlich fragen, wen können wir hier integrieren? Gerade als Christen müssen wir darüber in geistlicher Vernunft und nicht in schwärmerischer Unvernunft nachdenken. Einen konsequent nach dem Koran und dem islamischen Glauben Lebenden werden wir hier nicht wirklich integrieren können. Wäre schon allein ein ganzes Thema für sich. Nur ein Beispiel, musste neulich die CDU-Bundestagsabgeordnete Julia Klöckner erleben. Der hat vor einer Veranstaltung ein Imam gesagt, dass er ihr als Frau nicht die Hand geben wird. War die Frau Klöckner hoch empört. Es musste mal so kommen. Das ist ganz gut, dass die Leute sehen, was Integration bedeutet oder was auch nicht. Habt es vielleicht mitbekommen, einer Maklerin ging es ähnlich. Hübsche, attraktive, blonde Frau, wollte Syrern eine Wohnung vermitteln, hat denen in die Augen geschaut, das empfanden die ungehörig von einer Frau, lassen sie sich nicht eine Wohnung vermitteln, sie wollen einen Mann. Gibt es in den Zuwandererunterkünften bei der Essensausgabe, dass das Essen nicht aus den Händen von Frauen angenommen wird, dass es Weigerungen gibt, sich von Ärztinnen untersuchen zu lassen? Und wir müssen bedenken, liebe Geschwister und liebe Gäste, wir haben in unseren verschiedenen Institutionen, Polizistinnen, Erzieherinnen im Kindergarten, in der Schule, auf den Ämtern, wir haben im Zuge der Gleichberechtigung in unzähligen Positionen Frauen, in denen sie von männlichen Muslimen häufig schon von Kindesbeinen an nicht geachtet werden. Unzählige andere, zum Teil gigantische Probleme kann ich nur in Stichworten andeuten. Die Kosten für unser Gesundheitswesen, Kriminalität und Vergewaltigungen, der Arbeitsmarkt, Bevorzugung zur Zuwanderer bei Bahnfahrten, auf dem Wohnungsmarkt, bei der Vergabe von Kindergartenplätzen und so weiter. Deutsche, auch mit Migrationshintergrund, werden im eigenen Land zunehmend zu Fremden und zu Menschen zweiter Klasse. Zuwanderer haben Vorfahrt auf vielen Gleisen. Ein Mann aus Sigmaringen rief mich an und erzählte, die Sigmaringer meiden ihre eigene Stadt. Sie gehen woanders einkaufen im Umland. Wir haben auch einen Leserbrief gelesen im Südfinder, wo eine Sigmaringerin geschrieben hat, dass der erste Supermarkt wohl angeblich schon kurz vor dem Schließen steht und der Rest den Betrieb nur noch mit privaten Sicherheitskräften aufrechterhalten könne. Ähnliche Situationen herrschen meines Wissens fast überall, wo es größere Konzentrationen von Zuwanderern gibt. Ist das das Deutschland, das wir wollen? Und das ist erst der Anfang. Pro Anerkanntem dürfte ohne weiteres mit einem Nachzug von 5 bis 8 Personen zu rechnen sein. Das heißt, auf 1 Million anerkannte Zuwanderer kommen weitere 5 bis 8 Millionen nach. Vielleicht schon im nächsten Jahr. Diejenigen, die sich jetzt in diesen Tagen vielleicht demnächst noch weiter aus syrischen, aus jordanischen, aus libanesischen und sonstigen Zuwanderer-Flüchtlingslagern auf den Weg machen, noch gar nicht mitgerechnet. Liebe Geschwister und liebe Gäste, was wir in diesen Tagen erleben, das ist erst der Schneeball. Das ist der Schneeball. Die Lawine kommt noch. Die Lawine kommt noch, wenn nicht schnellstens energisch eingegriffen wird.
Aber wie gesagt, Merkel will ein anderes Deutschland. Und das dürfte sie nicht alleine sein, die das will. Merkel allein kann nicht die Macht haben, all das zu inszenieren und sich bis heute gegen ihr eigenes Volk an der Macht zu halten. Hinter Merkel stehen ziemlich sicher andere, weit mächtigere Kräfte. Die Frage ist, was wollen die? Ich befürchte, das behaupte ich nicht als Tatsache, aber als persönliche Befürchtung, dass Angela Merkel bzw. die Kräfte hinter ihr unser Volk in bürgerkriegsähnliche Zustände steuern wollen. Auch hier die Frage, ist das nur eine wilde Verschwörungstheorie? Immer mehr Politiker, auch Steinmeier und Gabriel, weisen in diesen Tagen darauf hin, dass eine anhaltende Massenzuwanderung unsere Gesellschaft zerreißen wird. Unsere Gesellschaft zerreißen wird. Michael Hayden, von 2006 bis 2009 Direktor des amerikanischen Geheimdienstes CIA, stellte die Vorhersage auf, dass Deutschland spätestens im Jahr 2020 nicht mehr regierbar sein werde. Kein verrückter Spinner, Direktor des amerikanischen Geheimdienstes, der sicher manche Informationen hat, die wir nicht haben. Dass Deutschland spätestens im Jahr 2020 nicht mehr regierbar sein werde, der Werteverfall, die Islamisierung, die Massenarbeitslosigkeit und der fehlende Integrationswille von Zuwanderern sowie viele andere deutsche Probleme würden sich in einem Bürgerkrieg entladen. Prognose: Michael Hayden, ehemaliger Chef des CIA. Der Berliner Medienwissenschaftler Professor Joachim Trebbe stellte dieser Tage zur Massenzuwanderung fest, die Flüchtlingskrise werde die gesellschaftlichen Gruppen in Deutschland auseinandertreiben. Das erleben wir dieser Tage massiv. Zitiere wörtlich, dass das kein friedlicher Prozess wird, wie das Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg, ist klar. Es wird sehr starke gesellschaftliche Verzerrungen und Risse geben. Dass das kein friedlicher Prozess wird, sagt er. Kein friedlicher Prozess. Vor bürgerkriegsähnlichen Situationen in Deutschland warne ich schon seit geraumer Zeit, wenn Professor Trebbe davon spricht, dass es kein friedlicher Prozess sein wird, dürften sein Votum in eine ähnliche Richtung weisen. Und das alles wurde und wird von Angela Merkel mit aller Teufelsgewalt gegen den Willen ihres Volkes herbeigeführt. Ich habe diesen Teil dargelegt, die politische Situationsbeschreibung, um die Frage zu beantworten, wie gehen wir als Christen mit dieser Zuwanderung um? Denn nur wer die Wirklichkeit wahrhaftig wahrnimmt, der kann sich dieser Wirklichkeit auch angemessen verhalten. Wie gehen wir als Christen nun damit um? So, dass wir aufrecht stehen und reden. Denn wir als Christen können das. Wenn wir es nicht können, wer soll es dann, liebe Geschwister? Denn wir haben einen festen Halt in Christus. Ich denke an das Wort von Otto von Bismarck, wir Deutschen fürchten Gott und sonst nichts auf dieser Welt. Wir Deutschen fürchten Gott und sonst nichts auf dieser Welt. Wer in rechter Gottesfurcht lebt, der hat sonst nichts zu fürchten. Als solche, die in der Hand Gottes geborgen leben, wissen wir, ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Römer 8, 31. Das heißt nicht, dass die Lage äußerlich nicht betrachtet nicht sehr bedrohlich wäre. Allein schon die Südfinder-Hetzkampagne zeigt das. Sie zeigt, dass wir weit näher an einer neuen Reichskristallnacht sind, als ich das vor wenigen Wochen noch für möglich gehalten hätte. Worum ging es in der Reichskristallnacht in dieser Nacht vom 10. auf den 11. November 1938? Es war zunächst eine brutale Aktion gegen Juden. Aber es waren bei weitem nicht nur die Juden gemeint. Das musste der Oberlenninger Pfarrer Julius von Jahn dramatisch erfahren. Er predigte damals wenige Tage später am Buß- und Bettag am 16. November 1938 über das Wort aus Jeremia 22, Vers 29, O Land, 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 höre des Herrn Wort. Im Blick auf die Gräuel der Reichskristallnacht wenige Tage zuvor sagte er, hier haben wir die Quittung bekommen auf den großen Abfall von Gott und Christus.
Darum ist uns der Bußtag ein Tag der Trauer über unsere und unseres Volkes Sünden, die wir vor Gott bekennen, und ein Tag des Gebets. Herr, schenke uns und unserem Volk ein neues Hören auf dein Wort, ein neues Achten auf deine Gebote. Und fang bei uns an. Soweit Julius von Jahn. 10 Tage nach dieser Predigt wurde er auf der Rückfahrt von einer Abendpredigt im benachbarten Schopfloch von einem großen Haufen von SA-Männern und Hitlerjungen abgepasst und übel zusammengeschlagen und mehrere Monate in Untersuchungshaft genommen. Wenn ich von der Reichskristallnacht rede, dann geht's um diese brutale Einschüchterung derer, die es wagen, den offiziellen Regierungskurs zu kritisieren. Und wir sehen, wie nah wir an diesen Ereignissen heute sind. Weil ich's gewagt habe, auf durchaus belegbare Tatsachen hinzuweisen, ruft der Chef des Südfinders, der Chefredakteur, Czarnke, sofort entlassen, Gemeinde schließen. Der Czarnke wird verbal von der Kanzel gezerrt, er wird verbal zur Kirchentür hinausgeschleift und wird verbal so gut wie möglich totgeschlagen. Der wesentliche Unterschied ist, dass es im Moment erst verbal geschieht und noch nicht körperlich. Dass der Herr Halle nach dem Staatsanwalt schreit, aber der bisher noch nicht kommt. Wenn der jetzt deshalb käme, dann wären wir exakt in der gleichen Situation. Dann wären wir exakt da. Es geht hier nicht um ein wehleidiges und mitleidheischendes Klagen. Ich habe es bisher unbeschadet überlebt. Ich sage das, um uns vor Augen zu stellen, wo unser Volk und Vaterland heute an diesem Tag steht. Und in diese Hetzkampagne haben ja der Biberacher Landrat und eine Riedlinger Stadtratfraktion mit eingestimmt. Und es ist bezeichnend für die Endzeit, in der wir leben, dass zu den Hauptbeteiligten dieser Hetzkampagne auch Vertreter aus Kirche und Freikirche gehören, bis hin zu Vertretern unseres eigenen Bundes. Auch hier sehen wir ganz deutliche Parallelen zum Dritten Reich. Pfarrer Paul Schneider, der Prediger vom Buchenwald, wir sehen ihn hier links auf dem Bild mit seiner Familie. Das war das letzte Foto 1934. Auch er hatte sich wie Julius von Jahn mutig gegen die Nazi-Ideologie gestellt und gegen sie gepredigt. Das führte zur Auseinandersetzung mit dem Hitler-Regime und zu seiner Verhaftung. Seine rheinische Kirche entzog ihm den kirchlichen Schutz und lieferte ihn damit den Nazischergen aus. Das sind Zeiten, die heute schon wieder begonnen haben. Siehe das Verhalten einiger Vertreter unseres Bundes. Die abgefallene Christenheit ist die schlimmste Form von Welt. Das werden wir in den zunehmenden Endzeittagen immer drastischer erleben. Die abgefallene Christenheit ist die schlimmste Form von Welt. All diesen Anfechtungen und Anfeindungen zum Trotz ist unser erster Auftrag, dass wir als Christen aufrecht stehen und reden in diesen Tagen. Und dann ist es wichtig, dass wir die derzeitige Invasion fremder Menschen im Zusammenhang sehen mit den übrigen Zeichen der Endzeit. Es mehren sich die Hinweise, dass auf dieser Erde in den nächsten 5 bis 10 Jahren hochdramatische Ereignisse stattfinden werden. Die Bibel nennt ja, damit wir sehen, wo wir endzeitlich stehen, 2 konkrete Ereignisse, die vor der Wiederkunft Jesu erfüllt sein müssen. Das erste ist die Rückkehr Israel ins verheißene Land. Das hat sich seit 1948 erfüllt. Das zweite haben wir in der Lesung Matthäus 24, Vers 14 gehört. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis aller Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Wenn das Evangelium der ganzen Welt verkündigt ist. In den Endzeitreden, ich weise immer wieder darauf hin, schildert Jesus vorher Kriege und alles mögliche andere. Und betont immer wieder, das ist noch nicht das Ende. Das ist noch nicht das Ende. Das ist noch nicht das Ende. Und dann sagt er diesen Satz, und wenn das Evangelium allen Völkern verkündigt wird, dann wird das Ende kommen und Missionsgesellschaften melden, dass dies in den nächsten Jahren erfüllt sein dürfte. Außerdem sind die technischen Voraussetzungen für einen antichristlichen, totalitären Überwachungsstaat heute umfassend vorhanden. Ein weiterer wichtiger Schritt dürfte die für 2018 anvisierte Abschaffung des Bargeldes sein. Wer sich dann dem Antichristen verweigert, Finanzfachleute sagen, Bargeld ist Freiheit.
Bargeld ist Freiheit. Stellt euch ganz praktisch vor, ihr habt kein Bargeld mehr. Alles geht elektronisch. Wer sich dann dem Antichristen verweigert, dessen digitale Zugangsdaten, dessen ganze Existenz auf irgendeinem Chip gespeichert ist, Krankenversicherung, alle Daten, Rentenversicherung, meinetwegen, alles was dazu passt, kann mit einem einzigen Tastendruck gelöscht werden. Keine Fiktion. Nicholas Rockefeller auf diesem Bild links, ein Spross der großen Rockefeller Bankdynastie, wird von seinem hier links neben ihm sitzenden Freund Aaron Russo, mittlerweile verstorben, zitiert mit den Worten, also der rechts sitzende, von euch gesehen rechts sitzende Nicholas Rockefeller: Das ultimative Ziel ist es, jedem Menschen dieser Welt einen RFID-Chip zu verpassen. Alles Geld und sonstige Informationen werden auf diesem Chip sein, und wenn sich irgendjemand gegen uns stellt oder protestiert, schalten wir ihm einfach den Chip ab. Ob es der RFID-Chip sein wird oder irgendeine andere technische Spielart ähnlicher Geschichte, werden wir dann sehen. Die technischen Möglichkeiten sind bereits vorhanden. Damit sind wir ganz nah an dem, was Offenbarung 13 über das Reich des Antichristen vorhersagt, dass man ihnen ein Mahlzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Ich sage deshalb, die technischen Dinge liegen auf der Hand. Über fast zwei Jahrtausende konnte sich der Bibelleser nicht vorstellen, wie das funktionieren könnte, dass man mit einem Mahlzeichen an der Hand oder eben nicht vom Kauf und Verkauf komplett ausgeschlossen sein kann. Eine Technologie wie ein RFID-Chip macht das spielend möglich. Wer den nicht hat, kann nicht kaufen oder verkaufen. Wird als Person im Prinzip aus dem öffentlichen Leben gelöscht. Auf dramatische endzeitliche Entwicklungen in den nächsten 10 Jahren verweist die Diegel-Prognose. Nach dieser Prognose soll es bis 2025 zu gigantischen Umstürzen weltweit kommen. Am härtesten soll es die Vereinigten Staaten treffen. Diegel prognostiziert eine Verringerung der Bevölkerung der USA von heute 319 Millionen auf 65 Millionen im Jahr 2025. Wer schnell mitgerechnet hat, mathematisch gut ist, das wären mehr als 80%, die es dann in den USA nicht mehr gäbe, innerhalb der nächsten 10 Jahre. Ich könnte jetzt begründen, worauf dies zurückführen. Sie gehen von einem globalen Finanzcrash aus, der die nächsten Jahre kommen wird, und anderes mehr. Denken wir aber weiter, nur kleine Frage, wir hatten den Ebola-Virus, der neue, 2014, Wir holen im Moment von Afrika auch Leute mit rein, die weitestgehend nicht mehr ordentlich gesundheitlich untersucht werden und. Da kann ruckzuck sehr schnell sehr viel passieren, und dieser neue Ebola-Virus war viel, viel wüster als der alte bekannte. Nach dieser Prognose wird auch Europa eine erhebliche Zahl der Bevölkerung einbüßen. Das antichristliche Reich der Endzeit zeichnet sich in diesen Tagen, liebe Geschwister, nicht erst dunkel am Horizont ab. Es nimmt Schritt für Schritt vor unseren Augen Gestalt an. Wir könnten auf die EU gucken. Das ist ein diktatorischer Moloch, der sich da entwickelt. Verfassungswidrig, ziemlich sicher, denn in der deutschen Verfassung steht, die Staatsgewalt geht vom Volk aus, nicht von irgendwelchen Eurokraten. Die Zuwanderung muslimischer Massen bedeutet in diesem Ganzen nur einen Baustein im endzeitlichen Gesamtgeschehen. Dazu gehört auch die weitgehend gleichgeschaltete Presse, die es natürlich nach Meinung der Presseleute nicht gibt. Peter Scholl-Latour, 2014, ihr seht ihn auf dem Bild, wurde vor einem Jahr nach seinen Erfahrungen zum Thema gleichgeschaltete Medien und Zensur im Westen gefragt. Er antwortete Paul Zete, das war einer der 5 Gründungsherausgeber der FAZ, hat mal vor vielen Jahren geschrieben, die Freiheit der Presse im Westen ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu publizieren. Inzwischen, so fährt Peter Scholl-Latour fort vor einem Jahr, sind es keine 200 mehr, sondern 4 oder 5.
Natürlich gibt's Nischenmedien, natürlich gibt's Internet und so weiter. Es geht hier um die großen Leitmedien. Der Ulmer Oberbürgermeister Ivo Gönner stellte dieser Tage fest, dass zwischen der öffentlichen Meinung und der zum Teil veröffentlichten Meinung große Unterschiede bestehen. Er hat es zarter gesagt, andere sagen es deutlicher. Am Ende läuft es auf die gleiche Richtung raus. In diesen Tagen, liebe Geschwister, gilt mehr denn je, nur den Betern kann es noch gelingen. Das Gebet ist unsere Hauptaufgabe in diesen Tagen. Das Gebet für unser Volk und Vaterland. Dass Menschen umkehren zum lebendigen Gott. Was heute geschieht, ist ohne Zweifel Gericht Gottes über die Gottlosigkeit in unserem Volk. Wenn überhaupt, dann wird sich Grundlegendes nur ändern, wenn wieder eine breite Umkehr zu Gott einsetzt. Ohne Gott auf nachhaltige politische Verbesserungen zu hoffen, ist aussichtslos. Wir können da auch Seehofer und den anderen nicht trauen. Mir ist das dieser Tage nochmal ganz deutlich und wichtig geworden an verschiedenen Details. Wenn Gott nicht selber eingreift, dann werden die Mächte im Hintergrund Merkel im Zweifel austauschen gegen einen anderen Politiker, der hinter einer anderen Phase mit einer anderen politischen Farbe angestrichen dieselbe Politik fortsetzt. Ohne die Hilfe Gottes, der hinter die Kulissen zieht, der ganz genau weiß, wer die Strippen zieht und der allein diesen Strippenziehern das Handwerk legen kann, ohne diesen Gott sind wir in diesen Tagen verlorener denn je. Und deshalb ist das Gebet um Umkehr unseres Volkes so wichtig, dass Gott selbst noch einmal seinen Arm ausstreckt und helfend und rettend eingreift. Und dazu gehört, dass wir den Menschen Jesus Christus wichtig machen, dass wir sie persönlich einladen zur Umkehr zu ihm. Natürlich auch die Zuwanderer, soweit wir Kontakt mit ihnen haben, die in diesen Tagen zu uns kommen. Das Heil hat Jesus auch für sie vollbracht am Kreuz. Und dann ist es wichtig, dass wir in unseren Familien und Gemeinden zusammenstehen. Diesen Zusammenhalt zu zerstören, dürfte ein wesentlicher Grund der familienfeindlichen Politik der letzten Jahrzehnte sein, um vereinzelte und vereinsamte Menschen zu schaffen. Das ist immer, seit jeher, der Weg totalitärer Strukturen. Der vereinzelte Mensch, dem der Halt und die Geborgenheit im persönlichen Umfeld fehlt, der ist ausgeliefert, manipulierbar, erpressbar, beherrschbar. Wer dagegen weiß, wenn alle gesellschaftlichen und staatlichen Organe mich im Stich lassen oder sich sogar feindlich gegen mich wenden, meine Familie, meine Angehörigen, meine geistlichen Geschwister stehen mir zur Seite, der hat einen ganz anderen Halt. Diesen Halt brauchen wir heute schon. Und wir werden ihn von Jahr zu Jahr mehr brauchen. Aber dieser Zusammenhalt in der Familie und Gemeinde ist zu wenig. Denn des Menschen Feinde, sagt Jesus, werden seine eigenen Hausgenossen sein in der Zeit der Verfolgung. Wie sehr das gelten kann, haben viele im Dritten Reich erlebt. Das haben andere in der ehemaligen DDR erlebt. Wie sie von ihren engsten Freunden und Verwandten an die Stasi verraten und verkauft wurden. Und es wird im endzeitlichen Reich des Antichristen nicht harmloser werden. So wichtig der Zusammenhalt in viele Familie und Gemeinde ist und noch viel mehr werden wird. Den einzig sicheren Halt haben wir in Jesus, in der Hand des allmächtigen Gottes. Und deshalb ist es Allerwichtigste, dass wir unsere ganz persönliche Beziehung zu Jesus klären. Deshalb ist das Allerwichtigste, dass wir unsere ganz persönliche Beziehung zu Jesus klären. Kirchlich getauft sein reicht nicht. Glaubenstaufe allein reicht auch nicht. Wir brauchen Klarheit in Jesus. Wir brauchen Heilsgewissheit. Weiß ich hundertprozentig sicher, dass ich quasi meine Hand dafür ins Feuer legen kann, dass ich zu Jesus gehöre? Weiß ich hundertprozentig sicher, dass ich nach diesen Erdentagen meine Ewigkeit im Himmel bei Jesus verbringen werde? Wer dieses Wissen nicht hat, der kann in diesen Tagen, wenn er offene Augen und offene Ohren hat, nicht zuversichtlich und nicht getrost leben. Aber wer es hat, der kann es. Was raten wir unseren jungen Menschen in diesen Tagen?
kann man in diesen letzten Jahren, in denen man kaum noch zuverlässig im Voraus planen kann, noch Kinder bekommen? War eine Frage, die wurde vor ein paar Jahren schon mal mehr von der linken und grünen Szene im Blick auf Umweltverschmutzung gestellt. Diese Frage bewegt uns als Eltern natürlich auch im Blick auf unsere eigenen Kinder. Und diese Fragen sind berechtigt. Jesus sagt in seiner Endzeitrede, Matthäus 24, Vers 19, weh aber den Schwangeren und Stillenden in jenen Tagen. Das ist ein Hinweis auf die kommende Not, auf die Größe der Not. Aber das soll uns nicht lähmen. Wir haben vorhin gesungen, Christus wird siegen. Wir haben deshalb unseren Kindern und jungen Menschen zu raten, bindet euch ganz fest an Jesus. Bindet euch ganz fest an Jesus. Und lasst euch die Freude am Leben nicht rauben. Wir wollen nicht defensiv leben. Wie alt unsere Enkel noch werden, wenn wir eines Tages welche bekommen sollten, das weiß ich nicht. Aber im Glauben an Jesus erzogen und ihm anvertraut, werden sie ein paar Gotteskinder mehr sein, die ihre Ewigkeit mit uns bei Jesus verbringen. Das ist der Blick, den wir in diesen Tagen brauchen, vorwärts und aufwärts zum Herrn. Wer Gewissheit im Glauben an Jesus hat, der weiß sich in der Hand des Herrn geborgen. Der lebt getragen und bewahrt von der Liebe und von der Treue des himmlischen Vaters. Dann mögen die Feinde toben. Sie mögen es nicht wissen, aber wir wissen's. Sie sind längst besiegte Feinde. Und das Gericht Gottes über sie wird in naher Zukunft erfolgen. Und dann wird Jesus sein Reich auf dieser Erde aufrichten. Und dann ist die Frage, werden wir dabei sein? Und werden wir dabei sein, wenn Jesus schon vorher wiederkommt, vielleicht schon sehr bald, unsichtbar in den Wolken des Himmels, um die Seinen zu sich zu holen? Werden wir dabei sein? Das wünsche ich uns allen, liebe Geschwister und liebe Gäste, dass wir Gewissheit des Heils in Jesus haben und eine ganz feste Ruhe und Geborgenheit in ihm. Amen.